Ja, und wieder hallo, Olli Wiemer am Mikrofon. Ich begrüße euch zum Halbfinale, bin leider etwas spät dran, da ich auch noch als Turnierleiter ein paar andere Aufgaben habe. Ich sehe, das ist schon relativ gut losgegangen. Lars führt 2-1 gegen Mohamed und Fitim führt 2-1 gegen Tobi. So, also von daher ist alles am Laufen. Sieht in der Partie bei Fitim für ein 3-1 aus. Der hat ja heute auch schon mal Tobi geschlagen. Und ja, unser Top-Favorit hier des Heimatvereins ist natürlich Fitim. Chan, ja, ist ja gerade im Halbfinale etwas, ja, wie möchte ich sagen, unglücklich ausgeschieden. Und Nils auch im Viertelfinale bereits schon. Aber wir haben ja noch ein Eisen im Feuer mit Fitim. Und er jetzt 3-1 in Führung gegangen ist, was sehr, sehr gut aussieht. Ja, bei Lars hat eben ein sehr schönes Spiel zum 2-1 gemacht gehabt. Anstoß schön offen, etwas dunkel auf die 1 jetzt und schön dünn getroffen, weiße 1 läuft an die Kopfbande und ja, er kann sie wohl sehen, aber nicht lochen. Bei Mohamed kann man sich nie so richtig sicher sein, was er macht. Aber ich denke, er wird auch safe spielen, weiße hinter die 9. Ah, nicht ganz gelungen. Jetzt könnte der Winkel ein bisschen täuschen. Ich weiß nicht, wie weit er die 1 tatsächlich sehen kann. Ja, das ist ja auch die Kameraperspektive gibt es nicht wirklich her, wann der 10 vorbeikommt. Danke, Regie. Wir müssen schauen, was er macht. Ich glaube, er trifft nur dünn, legt die Weiße nach oben, oberhalb für das Mittel auch. Nein, ganz andersrum. Und wieder nach unten. Ja, jetzt ist aber ein Shot auf der 1 für Mohammed. Ja, ich denke, den wird er jetzt wo reinmachen. Das ist so sein Stil. Sehr trocken. Sehr unkonventionell spielt, ohne lange nachzudenken, alles mehr oder minder aus dem Bauch raus. Ich habe mich jetzt mal eben gestern schon mal mit ihm unterhalten, so eine halbe Stunde. Er sagt, er möchte da so ein bisschen von weg, möchte langsamer spielen und etwas bedächtiger, dass er nicht mehr so viele Flüchtigkeitsfehler macht. Aber sein Stil ist eben so, dass er eher den so einen lockeren Stil spielt und wenn es einigermaßen läuft, ja, dann ist er natürlich auch kaum zu schlagen. Das hat man hier auch an den Ergebnissen gesehen, 5-0, 5-0, 5-0, also die unterklassigen Spieler haben da überhaupt keine Chance, sich dieses Überfahrens, möchte ich fast sagen, zu erwehren. Aber ich denke, das sollte grundsätzlich ein sehr, sehr spannendes Match hier zwischen Lars und Mohamed werden. Ja, mit Lars hatte ich mich natürlich auch vor dem Spiel unterhalten und habe ihn mal gefragt, was für ihn persönlich so der größte seiner Erfolge war und was mich etwas erstaunt hatte, dass er tatsächlich die Berlin Open da mitgenannt hat, weil er in dem Finale einen Gegner hatte, den er sehr schätzt. Und deswegen war der Sieg für ihn sehr wichtig, persönlich. Jetzt war es ja nicht das nominell jetzt wichtigste aller Turniere. Ja, denn die deutschen Meistertitel sind natürlich für ihn auch sehr, sehr wichtig. Lars, der ja schon sehr im Vereinswesen steckt und im Vereinsbillard auch steckt, ja, konstant in der Bundesliga, viele Jahre jetzt ja schon für Oberhausen und auch immer in der Bundesliga ganz oben in der Einzelwertung dabei, also wirklich ganz oben dabei,
Top 3, Top 5. Ja, das sind natürlich so alles Werte, die Mohammed erstmal noch erreichen möchte. Ja, er hat eine relativ durchwachsene Bundesliga-Saison gespielt vor Corona. Im Mittelfeld mit Schwerte, im Mittelfeld selber unter den Spielern. Und Lars stellt da doch einen anderen sportlichen Ansatz auch dar, der das sehr, sehr viel analytischer angeht wie Mohammed. Ja, und so sehen wir hier auch zwei Welten, das wir jetzt praktisch so ein bisschen aufeinandertreffen. Das eine ist halt dieses, ich hätte fast gesagt Kneipenstil, aber das würde jetzt Mohammed doch sehr unter seinen Scheffel stellen. Mohammed spielt Billard, seitdem er 8 Jahre alt ist. Sein Vater ist der Präsident des Clubes, in dem er in Syrien gespielt hat. Er heißt auch Club Sofi. Von daher hat er da ein Spieler der zweiten Generation. Also jetzt unsere Kinder, möchte ich sagen, die dann eben über ihre Eltern die Verbindung zum Billardspielen gefunden haben und durch das frühe Heranführen an den Sport auch unheimlich beeindruckende Leistungen abrufen können. Sie haben einfach 10 Jahre mehr Entwicklung in der frühen Phase und diese Frühphase, wie jeder auch weiß, je jünger du bist, um wirklich Sachen zu verinnerlichen und Automatismen zu erzeugen, ist es sehr, sehr wichtig, so früh wie möglich damit zu beginnen und sich auch Spaß denn dabei zu finden, diese Strategie und auch das Technische miteinander zu verbinden. Ja, und dann sieht man eben ganz klasse Leistungen oder überdurchschnittliche Leistungen, wie jetzt bei Moritz oder Yoshi oder wie sie alle heißen aus dieser Generation. Ja, und Herr Sofi gehört eben auch dazu, auch wenn er es eben nicht in Europa getan hat. Er hat den Westasienmeister errungen, er hat den arabischen Meister geschafft, ich glaube 2011. Ja, und dann ist er tatsächlich auch noch von 7 bis 2012 durchgehend syrischer Meister, hat er mir erzählt. Das waren so seine größten Erfolge. Und das möchte ich auch als ganz beachtlich bezeichnen. Westasienmeister wäre vergleichbar mit einem Europameistertitel. Vielleicht ist das Niveau nicht ganz so hoch in diesem Bereich, aber ja, man muss sich da durchsetzen und man muss lernen, Turniere zu gewinnen, große Turniere zu gewinnen, mit vielen gleichwertigen Spielern da das Durchsetzungsvermögen zu haben, auch die Kondition, so einen Contest bis zum Ende überhaupt durchzuhalten. Ja, ich glaube, das ist bei unserem Schan so ein bisschen das Problem. Das Halbfinale, Viertelfinale erreicht er ja fast auf jedem Turnier. Aber dann so den letzten Gang, da die letzte Ernsthaftigkeit und den letzten Siegeswillen auch in einem Turnier zu haben, ja, da trennt sich dann wirklich die Spreu vom Weizen. Ja, und wenn wir uns Lars so mal angucken, der da ja sehr, ja, die letzten 10 Jahre eigentlich durchgehend auf oberstem Niveau spielt. Leider sehen wir Lars zu selten auf internationalen Top-Turnieren. Und ich würde mir wünschen, dass er da mehr tut. Aber in dem Gespräch vorhin hat sich auch da ganz klar gezeigt, dass er schon an Rente und ein typisch deutsches Denken der Sicherheit in sich trägt. Und das macht ihm für ihn den Sprung zum Profi oder zum Profi-Dasein sehr, sehr schwer.
Da er sagt, also bis 40 musst du praktisch dein Geld verdient haben, weil danach wird es eben schwer darüber hinaus noch in der wirklichen Weltspitze mitzuhalten. Da gibt es dann eben wenige, die das tatsächlich können, ganz, ganz wenige. Und Lars sagt er, die Sicherheit eines festen Arbeitsplatzes und eben den Amateurstatus, der reicht ihm da aus, auch wenn er durchaus das Potenzial hätte, nach meiner Meinung auch mal im Mosconi Cup zu spielen. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, Lars mal auf so einem Niveau spielen zu sehen. Ja, das andere Halbfinale steht es mittlerweile 3 zu 2. Tobi hat Anstoß. Ein sehr schön kontrolliertes Break. Weiße schön kontrolliert Tischmitte gehalten. Jetzt hat er eine dünne 2. Leider ist die 1 nicht vorm Loch liegen geblieben, sondern gefallen. Jetzt muss er sich sehr strecken. Wird wahrscheinlich mit der Brücke spielen. Und nicht mit der Verlängerung. Ja. Das ist übrigens ein sehr großer Unterschied zwischen den europäischen Billardspielern oder vielleicht sogar den deutschen und dem Rest der Welt, besonders den Amerikanern, die so gut wie gar nicht die Brücke benutzen, sondern versuchen alles mit einer Queue-Extension zu spielen und lieber einen sehr, sehr langen Schnabel zu spielen, als wie die Brücke zu benutzen. Ja, das sind halt zwei unterschiedliche Herangehensweisen, aber man sieht auch da sehr schön die Unterschiede in den Nationalitäten des Spiels. Die Amerikaner sagen sich da eher den langen Schnabel, das ist uns letztendlich sicherer. Und die mitteleuropäischen Spieler, Deutschen, Holländer, sagen sich lieber, bevor ich mich ganz lang über den Tisch lehne und meine Körperspannung so gegen mein normales Spiel stellen muss, dass das Risiko dabei zu groß ist. Also es sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen an solche Dinge, obwohl ich nicht die Güter habe, um zu sagen, was da der bessere Weg ist. Ja, aber so wie das aussieht, wird Tobi das Spiel wohl machen. Jetzt die 6, das ist jetzt so der entscheidende Ball. Guten Stellung auf die 7 sollte das Ding jetzt eigentlich gelaufen sein. Einen kleinen Zugball, 7 in die untere rechte Tasche oder in die Mitte. Ah, er spielt lang. Okay, das hätte ich jetzt nicht so versucht, aber ich bin auch nicht so gut. Also von daher, wer bin ich, dass ich da Tobis Plan widersprechen möchte? Ich glaube, sie läuft sehr knapp an der 8 vorbei. Es sieht wenigstens aus meinem Winkel zur Kamera jetzt so aus. Nee, es war noch sauber Platz. Jetzt kann er schön auf die 10 stellen. Zwei Banden. Dadurch, dass sie neu bezogen sind, braucht man den auch nicht so überdimensional viel Effekt geben, den Ball. Der Ball läuft schön aus. Tada. Jetzt das 3-3 für Tobi. Ja, auch Mohammed könnte ein wenig. Oh. Da hat Lars ein kleines bisschen Sutt gehabt, glaube ich. Ja, der musste relativ knapp, damit er noch die Stellung auf die 9 halten kann. Aber auf die Mittellochkante. Unser Veranstalter Herr Johanning hat gerade noch mal seine Kenntnisse an Technik hier mit unserem Regieleiter besprochen. Leider haben wir hier nur einen Raum, aber dann seht ihr mal, ja, man muss alles irgendwie so ein bisschen improvisieren, wenn man sowas in einem Vereinsheim macht. In unserem nächsten Turnier wird es ein etwas einfacher werden, da wir oder Herr Johanning ein
Studio direkt hier in dem Umkreis gebaut hat, dass wir virtuell mit allen Kameras versehen können. Sag mir was, wenn ich was Falsches sage, Total, Regie, Mensch. super, ja. Alles Ich vorweg. möchte hier mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit Sachen, wo ich keine Ahnung von habe. Ich meine, das mache ich grundsätzlich, aber ich möchte ja nicht ganz so schlimm auffallen. Viele kennen mich und wissen, dass ich nicht so ganz alles ernst meine, was ich so von mir gebe. Aber viele Leute kennen mich eben noch nicht und von daher versuche ich das möglichst sachlich hier, was mir durchaus schwerfällt, zu kommentieren. Ja, es ist natürlich auch sehr schön, wenn man Begegnungen hat auf dem Niveau, die man kommentieren kann. Also das ist Lars 4-2 jetzt, Anstoß, gut offen, eins vor der Tasche. Oder ist es die 9 da oben? Ich kann es gar nicht erkennen. Ich glaube, es ist die 1. Ja, es ist die 1 oben rechts an der Parkbande. Ja, er geht auch runter. Ja, sehr schön. Lars wirkt sehr, sehr hoch konzentriert. Für mich wäre das Traumfinale natürlich Lars gegen Fietim zu sehen. Das Rematch für das Pinneberg-Turnier vor 2 Jahren. Dass Fietim dann gewonnen hatte, nachdem er ein sagenhaftes Finale gegen Oliver Ortmann, Halbfinale gegen Oliver Ortmann gespielt hatte. Ein bisschen Dusel hatte damals gegen Ortmann. Es lief einfach sehr für Fietim. Aber ja, Lars sagte mir gerade in Pinneberg, er hatte sein Ziel erreicht. Für ihn ging es vorrangig um die Qualifikation der deutschen Meisterschaft und als er das denn hatte, war die Müdigkeit doch zu groß, um da nochmal angreifen zu können. Aber er hat auch vollen Respekt vor Fietim, großen Respekt vor Fietim. Und ja, Lars ist natürlich da der erfahrenere Spieler, von daher ist er auch der Top-Favorit, falls es denn zu diesem Finale kommt. Was wir uns alle wünschen, also wir hier wenigstens bei den Billardfreunden, unser Mann im Finale, das wäre natürlich der Traum und wenn Fietim es sogar noch gewinnen kann, wäre es unglaublich. Wir hatten 3 Leute im Viertelfinale, 3 von 8 und das 3 Billardfreunde, dass wir hier in dem kleinen Bremen mit den paar Spielern, die wir hier im Verein haben, die auch fast alle aus der Region kommen, vielleicht ein bisschen weitergezogen bis Hannover, ziehen wir einige Spieler ein und ja, Fietim, der ja auch bei uns unter Vertrag ist, bei Relife, nicht bei den Billardfreunden, Relife, und eben für die Billardfreunde in der ersten Mannschaft spielt, genauso wie Can Salim. Das Team Relife wird größer und stärker. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr in der Regionalliga mit der Mannschaft, die wir in der ersten haben, eine gute Chance für den Aufstieg in die zweite Bundesliga haben werden. Was hier im Verein natürlich eine Riesenfeier auslösen wird. Ja, wir hatten ja schon eine Bundesligamannschaft und wir wollen gerne wieder dahin und das Aushängeschild hier in Bremen für den Billardsport, denn auch wirklich nominell auf nationaler Ebene zu zeigen, hier in Bremen, wir sind auch da und wir wissen auch, dass die Kugeln rund sind. Und manchmal weiß ich sogar, welches die richtige Seite vom Kö ist. Ja, Tobi ist jetzt gerade die Weiße weggelaufen. Fietim beim Stand 3-3, Ball in Hand. 10 und 9, bisschen eng zusammen. Ist wohl nur nach oben zu spielen, die 9. Vielleicht auch in die Mitteltasche. Vielleicht kann Fietim auch jetzt mehr oder minder mit der 3 direkt lösen. Ah, verpasst sie knapp.
wollte auf jeden Fall von oben die 9 oder die 10 treffen, damit sie nicht den Weg verbauen zur 6, ja, zur 6 dann gleich wieder runter. Ja, verzeiht mir, dass ich etwas wortkarg bin, aber wie gesagt, die letzten Tage waren sehr, sehr anstrengend. Und ich bin einfach auch tatsächlich ein bisschen geflasht von dem Halbfinale. Lars, der einwandfrei mein deutscher Lieblingsspieler ist. Und ich durfte auch schon zweimal selber gegen ihn spielen. In Oberhausen auf den Turnieren, die ich sehr schätze. Das ist ein sehr, sehr tolles Hausturnier. Für mich eines der besten, die ich kenne. Es ist, ich glaube, ich habe ein Jahr lang durchspielend jedes Hausturnier mitgespielt und es war nicht einmal nicht voll. Es sind immer sehr, sehr gute Leute in Oberhausen am Start. Man kann da viel lernen. Haben eine super Turnierleitung von dem Sven, die auch sehr gut ist, um zu zeigen, was so eine klare Ansage alles bewirken kann und wie viel leichter das Leben das einem macht für die Turnierleitung. Dafür danke ich auch Sven schon mal von hier aus, weil ich habe da doch ein bisschen was durchlernen können, einfach nur da mal zuzugucken, wie jemand mit viel Erfahrung sowas macht. Ja, aber für den ersten Event haben wir das, glaube ich, hier auch ganz gut durchbekommen. Ja. Haben bei uns die Ressourcen hier aufgeteilt. Wir haben alle selber mitgespielt und haben halt ein Team für die Übertragung hier, in das Nils Johanning dann leitet. Ein Team für die Turnierleitung, die ich dann geleitet habe, mit Marco Bräuning und Thomas Weber zusammen, die da einen sehr tollen Job gemacht haben, wo ich mich hier auch nochmal wirklich bedanken möchte. Sowie bei dem gesamten Team WeLive, was unsere, ja, das ist ein schönes Bild von Nils und seiner Frau, die uns hier sehr viel Möglichkeiten gegeben haben. Kleine technische Schwierigkeiten, die Nils mit einem Handstreich löst, was wir auch wieder sehr gut finden. Wir sind doch tatsächlich bei diesem Turnier mal so aufgestellt, dass für jeden Bereich und für jedes Problem auch jemand da ist, um es sofort zu lösen. Ja, das Aufteilen der Ressourcen hat viel gebracht an Struktur bei diesem Turnier, vom Feedback her der Spieler. Ja, gestern ist es sehr lang geworden aufgrund von einigen Spielern, die Probleme mit der Disziplin haben. Dummerweise muss ich tatsächlich zugeben, dass es auch noch ein paar eigene waren, die da mitgespielt haben, die aber auch nicht die Klasse und den Weitblick haben, dass man ein Turnier in der Größe mit dem Potenzial an Spielern nicht handhaben kann, wie ein Hausturnier, wo dann 12 Leute oder 13 Leute mitspielen, wo man dann sagt, ja, was willst du, eine Viertelstunde länger oder weniger, macht ja auch nichts aus. In dem Gruppenmodus zieht das einen wahnsinnigen Rattenschwanz hinterher, das wir gestern deutlich gelernt haben. Ja, zum Glück waren alle Spieler, haben gesehen, dass es nicht die Turnierleitung da nicht sehr viel machen konnte und haben es nicht weder der Leitung noch WeLive oder sonst irgendwas zugeschoben, sondern haben ganz klar gesagt, ja, ein paar, die nicht mitziehen, gibt es halt immer. Dafür entschuldige ich mich nochmal bei allen, die gestern Abend hier so lange durchhalten mussten und bis morgen heute Morgen um 4:30 gespielt haben. Auch das werden wir nächstes Mal besser machen, um da für die Leute etwas mehr Luft zu haben, sich morgens fit wieder hier zu erscheinen, damit wir eben so hochklassige Spiele sehen können, wie wir sie jetzt auch sehen. Lars war auch einer, der mit am längsten hier war.
sein Kollege, der Kai Reinke, hatte einer der letzten Spiele und sind im Team gekommen, sind im Team gegangen. Was ich da auch von Lars sehr, sehr gut fand, der überhaupt nicht gesagt hat, komm, ich muss mich morgen und sonst irgendwas, sondern Lars ist da Kumpel und hat seinen Freund unterstützt. Bis zum Letzten hat ihm hier immer Mut zugeredet. Ja, und dann hat es ja auch noch ein ganz gutes Ende genommen für den guten Kai. So, jetzt mal wieder zu diesem Spiel. Sehr schön mit zwei Banden aus dem Safe raus, aber hat ihm einen freien Ball jetzt liegen gelassen auf die 2. Mittlerweile führt Tobi 4-3 im zweiten Halbfinale. Tobi ist auch am Tisch. Ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr Zug gewünscht in den Ball. Und zwar einen ganz kleinen Winkel nach außen zur 5. Und ein Spieler in der Klasse ist es auch egal, ob er 20 cm kürzer oder länger ist, wie man sieht. Aber da sieht man auch schön die Unterschiede zwischen dem Spielstil von Tobi und Fietem. Der von diesen beiden eben der analytischere ist und Tobi das doch, na, ich möchte nicht sagen, aus dem Bauch raus macht wie Sophie, aber lieber mal sagt, ich nehme den schwereren Ball mit der leichteren Stellung. Fietem ist es eher umgekehrt. Ja, aber wie man sieht, ist Tobi wirklich gut drauf. Er möchte sich jetzt natürlich gerne für die Runde der letzten 16, wo Fietem Tobi nochmal in die Verliererrunde geschickt hat heute Morgen. Aber es hatte keine Auswirkungen mehr. Ja, und nun, ja. So wie ich es eben sagte, da wird er der schwerere Ball, statt ihn mit zwei Banden zu ziehen, dass das der schwerere Weg zwar gewesen wäre, aber die sichere Stellung gebracht hätte. So war er jetzt ein bisschen lang und er muss dünn in die untere rechte Ecke, was er aber, glaube ich, machen wird. So, ein bisschen reingeholpert, aber grundsätzlich souverän. So, die einen bauen auf, die anderen fangen an. Wir wechseln mal wieder rüber zu Lars und Mohammed. Mohammed stößt an bei 4-4, was ein sehr spannendes Match ist. Ein ewiges Hin und Her. Ja, da habe ich gedacht, Lars macht das klarer. Im Halbfinale hatte Lars ja gegen Mario Stahl gewonnen, was ich möchte das mal als Generalprobe bezeichnen, nicht so ganz rund lief. Für beide nicht, weder für Mario noch für Lars, der aber letztendlich das bessere Ende dann für sich hatte und mit Ruhe und viel Gelassenheit das dann zu Ende gebracht hat. Ein Safe-Versuch von Mohammed, leider nicht ganz geglückt. Die 1 liegt zwar nicht lochbar, glaube ich von hier zu sehen, dass sie nicht lochbar ist. Aber wie gesagt, die Kameraperspektive täuscht sehr, sehr gern. Ah, ja. Also kein Safe, ein Push. Ja, hier auch nochmal der Dank, wo wir ihn gerade am Bild haben, an Thomas Bolten, der bei uns hier den Area-Schiedsrichter macht und da auch einen sehr tollen Job gemacht hat.
das sehr, sehr dezent im Hintergrund gehalten hat. Ich glaube, er musste in allen 3 Tagen nur zwei oder dreimal eingreifen bei Foul-Nicht-Foul-Diskussionen. Heute Morgen zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen hat er ja einen sehr ruhigen Job gehabt. Die Spieler haben es eigentlich immer mit sich selber lösen können, brauchten den Schiedsrichter nur da in ganz geringen Fällen. Das Problem war so ein bisschen das Zeitlimit nach hinten raus, dass keiner anfängt auf Zeit zu spielen, was es auch nicht gegeben hat im wirklichen Sinne. Selbst mein Spiel am Freitag gegen Dennis, ich war 4-2 hinten mit 4,5 Minuten noch. Und Dennis hat nicht einmal langsam gespielt, dass er Zeit gezogen hat oder sowas. Sehr fair und da auch nochmal ein Dank an den Dennis Beuthen, der sich sehr, sehr fair verhalten hat in solchen Situationen. Also gerade mir gegenüber in diesem Spiel. Ich habe in den 4 Minuten, ich konnte meinen Breaker nur noch in die Ecke schmeißen und bin mehr oder minder um den Tisch gelaufen, habe dann das 4-4 auch noch geschafft, aber dann ja, war die Euphorie zu groß und ich habe es halt leider den 5-4 verkackt. Aber daran sieht man eben, dass die guten Spieler auf so hohem Niveau ihre Spiele eben gewinnen wollen und nicht nur aufgrund so einer Zeitregelung nicht verlieren wollen, sondern sie wollen ihre Spiele gewinnen, fair gewinnen in einem sportlich fairen Wettkampf. Und Unsportlichkeiten zum Thema Zeitspiel kann ich jetzt nicht wirklich festgestellt haben bei uns. Der ein oder andere hat sich da zwar beschwert, aber der Schiedsrichter hat es dann kontrolliert und in den meisten Fällen lag die Zeit dann doch noch deutlich unter den anvisierten 25 Sekunden. Und so hat es da nie eine Bestrafung in Richtung Zeitspiel oder es wurde nie eine Bestrafung in Richtung Zeitspiel notwendig. So, nun kommt Sophie hier mit einem Jump. Er muss nur ganz kleine Stückchen über die Kugel. Aber dafür liegt sie auch sehr, sehr nah dran. Hat sie sich doch nochmal überlegt, anstelle mit dem ganzen Köhl diesen Ball mit dem Jumpshot-Köhl zu spielen, was bestimmt auch keine schlechte Entscheidung ist, aufgrund der Nähe zum überspringenden Ball. Ja, er hat getroffen, zu hoch gesprungen und damit eben der Ball unkontrollierbar geworden. Ja, das ist eben bei Jumps tatsächlich ein ganz großer Faktor, ist, wie hoch lasse ich die Weiße springen, mit wie viel Wucht lasse ich sie springen. Ist es besser, dass sie genau trifft, wenn sie runterkommt, oder soll sie schon vorher aufsetzen und einfach einen geraden Lauf haben, was natürlich als Jump unheimlich schwierig ist, weil man, wenn man von oben in die Kugel geht, der kleinste Versatz aus der Mitte heraus der Kugel gleich im Fee vermittelt. Ja, und dann, sobald sie aufkommt, natürlich eine Richtung annimmt, die mehr oder minder auch unkalkulierbar wird. Oh, Tobi mittlerweile 6-3 vorne. Fietem doch sehr unter Druck jetzt. Unter großem Druck. Tobi ist auf dem Hügel geklettert. Jetzt will er noch drüber. Tja, aus meiner leicht parteiischen Sicht, obwohl ich Tobi auch sehr gerne mag, hoffe ich natürlich, dass es noch nicht das Ende ist. Und dass Fietem sich dann nochmal retten kann. Tobi ist am Tisch, alle Vorteile liegen auf seiner Seite. Die 1 als Einsteiger-Diagonal ist möglich. Nicht diagonal in die Mitte. Hui, habe ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet. Aber er hat es sehr gut gemacht.
Aufstellung 3 steht, 2 aber nicht. Ich glaube, hier unten ist die 2 oder das ist die 2 tatsächlich. Ich glaube, sie geht nicht vorbei. Wenn es ein wenig glücklich wäre. Schwere Kombi, beide versetzt, weißer versetzt auf den anzuspielenden Ball, der nochmal nicht gerade aufs Leck lag, sondern oder zur Kugel lag, sondern nochmal versetzen musste, nochmal schneiden musste. Vietem jetzt mit der Chance zu verkürzen. Das Feld ist offen. Ich sehe jetzt hier nicht mehr die größten Schwierigkeiten, ja, die 3, 4, 4, 5 ist der Schlüssel. Lars stößt an. Schön gehalten, ein bisschen unglücklich gekisst. 2, 4, 6, 8, 9. Eine ist Neiplumst. Aber habe ich eine vergessen beim Zählen? 1, 2, ach so, 5, doch keine reingegangen. Die eine Kugel liegt genau in einem Sonnenschatten hier bei uns auf dem Bildschirm. Ja, mein Kollege in der Regie hält sich hier am Bauch vor Lachen und versucht mit krampfhaft, dass dabei eben kein Ton rauskommt. Sieht ein bisschen sehr komisch aus. Sag was. Sag mal hallo. Hallo, moin. Wie man sieht, sind Leute aus der Regie nicht unbedingt wortreich. Wie ist mit dir? Du machst Billard ja auch zum ersten Mal in so eine Art und Weise. Wie findest du denn das, was wir hier machen? Also ich finde das super. Also das ist so ein bisschen so actionmäßig, muss ich ehrlich sagen. Und jeder Fehler kann einfach der Spieler zu verlieren, also bringen. Spielst du auch Billard? Nein, ich habe so noch nie in meinem Leben leider Billard gespielt. Du hast noch nie in deinem Leben Billard gespielt. Nils Johanning ist auch dein Chef. Ist das kein Einstellungskriterium gewesen? Ja, aber ich werde auf jeden Fall probieren und gucken, wie das Spiel ist. Ja, also ich würde dir gerne eine Trainingsstunde geben. Danke, wenn du mal eine haben möchtest, frag mich. Danke. Ich werde dir das versuchen zu erklären, aber ich bin ja selber blind, von daher wäre es vielleicht besser, Vietem zu fragen. Aber vielleicht ist das auch eine Stufe zu weit weg. Nee, aber die Grundsätzlichkeiten kann natürlich auch ich dir bei helfen. Und ja, würde mir freuen, wenn es dir Spaß macht. Danke schön, ein nettes Angebot von dir. Vielen Dank. Danke. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, was du hier machst. Und ich bin ja auch in meinem Raum so ein bisschen mit Übertragungen und sowas im Gange. Und die Hälfte der Technik, die hier auf dem Tisch liegt, habe ich bei Nils tatsächlich kopiert und nachgebaut. Okay. In meinem eigenen Raum. Und von daher bin ich ganz mit den Augen hinterher zu sehen, was du hier so machst, um das natürlich auch bei mir zu verbessern. Letztlich mache ich es ja mit Nils zusammen, oder wenn ich eine Frage habe, habe ich da ja dann immer eine super Unterstützung, in welche Richtung das denn jetzt fungieren muss. Aber das, was ihr hier macht mit der Regie, auch ich staune über Durchhaltevermögen dabei. Für mich war es ja nur schon ein langer Tag gestern. Aber für euch, die ihr die ganze Zeit vorm Bildschirm sitzen müsst, ist es nochmal eine ganz andere Belastung. Ich kann ja wenigstens mal durch die Gegend laufen oder mich mal aufregen mit draußen. Das könnt ihr halt nicht. Und deswegen, also ich kenne das, wenn ich zu Hause den ganzen Tag Fernsehen gucke, ich schlafe irgendwann ein. Und wenn ich Billard gucke, schlafe ich tatsächlich noch viel schneller ein. Warum, weiß ich auch nicht. Aber es ist eben manchmal nicht so ganz spannend und zu gucken. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich etwas anders hier heute. A, bin ich natürlich als Turnierleiter und auch eben als Unterstützer des
des Ausrichters da sehr eingespannt gewesen in dieses Turnier. Und von daher habe ich jetzt natürlich auch einen Wunsch, dass unser Mann weiterkommt. Ich fieber hinterher. Fietem hat es 4-6 geschafft, ist am Tisch und vergibt jetzt gerade einen sehr, sehr dünnen Ball. Ja, er war auch ein Hochrisikoball in der Situation. Hätte man vielleicht auch safe spielen können. Die Stellung. Oh ja, sie ist gut. Ja, jetzt wird sehr, sehr schwer für Fietem. Ach nee, wir spielen ja auf, ist auf 9. Demnach hat er noch ein bisschen Luft nach oben. Halbfinale, Finale wird auf 9 gespielt, auf 9 Gewinnspiele. Und Tobi ist jetzt ausschließend über 7-4, was aber den Druck immer größer werden lässt auf Fietem. Ja, Lars ist am Tisch. Noch 3 Kugeln. 2 sogar nur. Das eine war der Pfeil von der Maus. Gute Stellung oder ausreichend gute Stellung für die 10, was ihm jetzt wohl das 6-4 bescheren wird. Demnach haben wir den gleichen Spielstand wie an Tisch 2. Souverän gelocht hier von Lars. Und Tobi macht es genauso. Demnach steht es jetzt einmal 6-4 für den Herrn Kukem und 7-4 für den Herrn Bongas. Ja, was glaubt ihr? Wer wird das Finale machen? Ratet alle mit. Oder vielleicht ist euer Fachwissen so gut, dass ihr in eurer Analyse das auch gut begründen könntet, warum der ein oder andere es vielleicht schafft. Ja, dann könntet ihr mich oder andere Leute in unserem Team vielleicht ja auch mal unterstützen mit einem netten Kommentar oder einem kleinen Besuch bei uns in der Regie, um dann mal auch euer Fachwissen hier zum Besten geben zu können. Ich denke, die Community ist da sehr dankbar, auch mal jemanden anders zu hören wie mich und vielleicht einen etwas hochklassigeren Spieler, der das auch ein bisschen besser versteht, was da geht. Also ich spiele schon etwas länger, aber ich staune, mit welcher Beständigkeit hier gespielt wird. Gerade Sophie und Lars haben tatsächlich durch die Bank weg das ganze Turnier eigentlich immer Spitzenleistungen gezeigt. Klar gab es auch immer kleine Tiefe, so wie das jetzt zum Beispiel. Gerade war ja auch ein sehr luckiger Schuss von Mohammed. Das hätte auch genauso gut die Weiße sein können, die da im Loch verschwunden wäre. So, jeder andere von uns hätte sich darüber geärgert, dass das passiert wäre. Mir interessiert das gar nicht. Er schießt einfach den Ball rein und spielt einfach weiter. Es wirkt immer so ein bisschen so, als wenn er gar nicht nachdenken müsste. Es werden erstmal die Fliegen verjagt. Ja, ist halt Sommer, ne? Was sollen wir machen? Ja, sehr souverän. 6-5. So, auf dem anderen Tisch steht es immer noch 7-4. Tobi ist am Tisch. 7, 8, 9 und 10 sind noch da. Gute Stellung auf die 7. Ja, sehr schön. Ja, das sieht doch sehr nach 8-4 aus. Also wenn Tobi da jetzt noch einen Fehler macht,
Das ist, glaube ich, nicht zu erwarten. Ja, neun Stopperstellungen auf die Zehen. Ganz kleiner Winkel. Damit ist es 8,4. So, damit ist er jetzt auf dem Hügel und nicht wie vorhin beim 6 angenommen, dass wir nur auf 7 gehen. Wir haben die Zeiten hier etwas angepasst. Ich bin jetzt auch mit 1,5 Stunden Spielzeit, wovon jetzt ziemlich genau eine Stunde rum ist bei Fietem bei Lars. Also es ist noch eine halbe Stunde zu spielen. Wie es aussieht, werden sie beide Spiele über die Spielpunkte entschieden, was auch der richtige Weg ist in meinen Augen. Wäre schade, wenn man das über die Zeit machen müsste. Ja, wieder zurück an Lars sein Tisch. Da schaut sich das Bild an von allen Seiten an, wie er nun mal so ist. Alles genau abchecken. Wie kann ich da, wie kann ich dort, wie kann ich wer, wie kann ich wann? Also diese Konzentrationsfähigkeit und Weitsicht dieser Top-Spieler. Ja, ich muss zugeben, ich bin ein Stück weit neidisch. Sehr schön getroffen. Nein, nicht fallen. Hier hat er ein klasse Save gespielt, hat die Weiße spitzenmäßig hinter dem Ball gehalten, was super schwer war, wirklich super schwer. Ja, und dann ist ihm unglücklich die 1 in der Mitte weggefallen und ja, jetzt muss er den Kram halt selbst lösen. Zwei liegt irgendwie im freien Raum, also von daher. Einen kleinen Jump muss er anscheinend abspielen, jawohl, aber souverän. Sehr schön gemacht, sehr trocken, nicht lang gezögert, gleicher Bewegungsablauf wie immer. Damit war jetzt auch nicht zu rechnen. Ein relativ klarer Einbänder. Halbe Kugelbreite neben die Tasche. Ja, zurück zum Tisch von Fietem und Tobi. Tobi hat es in der Hand, Tobi ist am Tisch. Ja, 6, 8, 9 und 10 nur noch auf dem Tisch. Ich glaube, er wird Fietem nicht mehr an den Tisch kommen lassen. Tobi hat dieses Spiel auch sehr, sehr gut gespielt, das muss man sagen. Hat Fietem da nicht viele Möglichkeiten gegeben, ja, sein eigenes Spiel irgendwie anzusetzen und durchzubringen. Das Break ist leider auch nicht so gekommen, wie Fietem es eigentlich braucht. Er hat ein fantastisches Break, finde ich. Und ja, ähnlich wie Lars, der auch ein Bomben-Break hat. Also, das ist bei beiden Spielern phänomenal, aber ja, wenn es nicht kommt, dann ist es natürlich sehr
ein sehr, sehr großer, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ein Fehler ist es ja nicht, sondern sagen wir es sehr viel Pech, wenn nichts fällt. Oder eben die anzuspielende Kugel dunkel liegen bleibt. Dann kann man natürlich da auch nicht viel machen und ja, entscheidende 10. Tobi ist am Tisch. Ein, zweimal. Und Spiel zu Ende. Tobi als erster, Tobias Bongas als erster Finalist der Relive Open 2021. Mit einem deutlichen Sieg von 9 zu 4. So, wenden wir uns dem zweiten Spiel zu oder dem ersten vielmehr an Tisch 1, was etwas spannender ist von den Abständen. Es steht 6 zu 5 für Lars Kukerm gegen Mohamed Sofi. Mohamed ist am Tisch, wird wohl auch das 6 zu 6 machen. Er hat noch zwei Ball, steht super auf die 9. Nachläufer. Leichtes Rechtssehfehl, Weiße läuft hoch. Oh. Ja, da sieht man, es reicht zum Glück aus. Aber der Stoß war nicht sauber und deswegen ist die Weiße auch nicht richtig gelaufen. Aber sowas stört den Mohammed gar nicht. Der schießt die einfach rein, wie sie liegen, denkt nicht drüber nach. Und ja, das macht sein Spiel auch so schön zuzugucken, weil es irgendwie sehr spektakulär wirkt. Er geht die Bälle einfach an, also, und hat halt die Einstellung, den Ball, den ich nicht reinschieße, den gibt es gar nicht. Also anscheinend. Ich finde es sehr gut, so zu spielen. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß, so, also mir persönlich mehr Spaß, so zu spielen. Diesen spektakulären Weg, ich finde ihn auch für die Zuschauer schöner. Aber eben dies ist beim Billard ja genauso ein bisschen das Problem des Billardsportes, dass man eigentlich über den Fernseher nicht erkennen kann, was eigentlich die Hauptschwierigkeit an dem Spiel darstellt. Wer es denn mal ausprobiert hat, er weiß dann relativ schnell, was die Ja, da war natürlich ein Bombenbreak jetzt. So aus, jetzt können wir mal mit hier direkt mal in die Führung gehen. Wenn gleich das zweite Spiel hinterher schiebt. Ja, es wäre natürlich zwar nicht das, was ich mir erwünscht hätte, aber ein Finale Mohamed Sofi gegen Tobias Bongas hört sich für mich auch nicht schlecht an. Ja, ich möchte aber trotzdem hier Fitem für ein sehr gutes Turnier gratulieren, was erst sein Ende im Halbfinale gefunden hat. Und bei dem, was hier so nach Bremen gereist kam, um den Titel Relive Open Champion mitzunehmen, ist ja auch wirklich ziemlich stark. Wir haben sehr, sehr viele Bundesligaspieler am Start gehabt. Erste Bundesliga, zweite Bundesliga, Regionalliga, Oberligaspieler. Es war alles da aus allen Bereichen. Ich selber habe nur in der Bezirksliga gespielt, die letzten Jahre. Ja, ich werde immer älter und die Augen immer schlechter. Aber so richtig viel besser war ich halt früher auch nicht. Ich war nur jünger und habe ein anderes Billard gespielt, wie ich heute spiele. Früher habe ich mehr gelocht und weniger über Stellung und Strategie nachgedacht. Heute denke ich mehr an Stellung und Strategie.
Aber ich laufe nicht mehr so viel. So, von daher ist vielleicht das Ende relativ konstant. Aber eben unterm Strich möchte ich schon sagen, dass ich schlechter geworden bin. Und das bleibt auch, glaube ich, nicht aus, umso älter du wirst. Auch wieder ein sehr schönes Break von Lars. Stellung auf A1, clear vorhanden. Ja, was wird er tun? Nachläufer und die Bande hochlaufen lassen, wieder ins Rückball und ein bisschen nach außen treiben, damit er die. Wie heißt sie denn da oben? Ja, Mohamed führt mittlerweile 7-6. Ja, erwartet, Lars war die ganze Zeit immer eins vorn. Jetzt muss er eins hinterherlaufen. Von daher wünsche ich mir natürlich, dass Lars das jetzt schafft. Alleine. Deutscher Lieblingsspieler. Und der gute Moritz wird da immer mehr 17 oder 18, was er jetzt hat, Juniorenweltmeister. Doch auch jemand, der mir sehr gefallen wird, denke ich. Ja, das Potenzial, was wir hier in Deutschland haben, im Spitzenbereich, ist sehr, sehr hoch. Wir stellen die Nummer 1 der Welt mit Joschi Fischer. Man könnte natürlich auch sagen, wir spielen mal Mosconi Cup Deutschland gegen die USA. Aber ich glaube, das haben sie relativ schnell kaputt gedacht. Die Spielzeit sind noch 16 Minuten. Das könnte tatsächlich noch etwas knapp werden mit der Zeit. Der Druck wird natürlich auch größer für beide Spieler. Umso enger es wird oder ist, und dann nach oben hinaus wird es bestimmt gleich noch ein paar Saves geben. Ja, und es könnte durchaus sein, dass dieses Spiel doch nicht über die Zeit läuft, aber 16 Minuten sollten eigentlich ausreichend sein, um diese drei Spiele zu machen. Zumal das aktuelle ja nur noch vier Spielkugeln lang sein wird. Die Stellung auf 7 ist jetzt nicht so schlecht, also von daher muss die Weiße aber laufen lassen, um auf die 8 zu kommen. Die einzige Gefahr ja hier, die 9 zu treffen, was eben die Stellung versaut hätte. Ja, jetzt hat er eine etwas dünnere 8, aber das bringt ihm natürlich auch die Weiße wieder easy hoch zur 9. Und dieses easy hoch zur 9 ist auch, glaube ich, der entscheidende Punkt, ob ich dieses Spiel gewinne oder eben nicht. Viel trainiert mal in ein paar Minuten. Das ist ja auch völlig okay so. Um sich warm zu halten. Das macht den 9 rein und damit ist es die 10 zu.
Ja, zu spannend für mich. 7-7 jetzt. Das hat wieder ausgeglichen. Es ist ein ständiges Hin und Her. Ja, man kann sich eigentlich kein schöneres Halbfinale wünschen. Stoß. Einen sehr kontrollierten Anstoß. Leider ist die Weiße von einer Spielkugel getroffen worden und damit auf und ab gelaufen. Die 1 ist nicht gefallen. Sie liegt sauber vor der Tasche, wo sie hingehört. Die 2 scheint mir gut erreichbar. Oh, 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 oh. Ja, es ist denn doch gerade noch so vorbei. Das war jetzt als Einwender wahrscheinlich. Ja, jetzt ist gutes Rad teuer. Gute Räder waren nie billig. Jeder Fehler kann das Spiel entscheiden. Nächsten Anschuss hat dann Lars. Oh ja, sehr schön. Also aus dem Winkel den Einwender zu machen. Mit der Stellung auf die 3 schon. Jetzt brauche ich nur ein klein bisschen nachlaufen lassen, um die Stellung auf die 4 zu bekommen. Er spielt hier hinten rum und lässt die Weiße laufen. Er denkt sich auch, der Tisch ist neu, ganz frisch bezogen. Das halten werde ich sie nicht können. Also spiele ich sie an, wie ich. Was nicht unclever ist. Nein, ja, Stellung 6 souverän. Also. Ja, ich denke, Mohammed klettert jetzt auf den Hügel. Und Lars ist unter Druck. Die Stellung für die 10 ist da und damit steht es 8-7 und auch da ist der Hügel erreicht. Ja, wie es aussieht, geht es genau andersrum als wie mein Tipp. Anstelle von Lars und Fiete sieht es im Moment doch sehr nach Tobi und Mohammed aus. Ja, darum kann man mal sehen, wie viel Ahnung ich vom Billard habe. Aber der Wunsch war mehr Vater des Gedankens hier. Ich möchte immer meine beiden Lieblingsspieler gegeneinander spielen sehen. Aber auch so wird es, noch ist nicht zu Ende. Und aber auch selbst wenn es Mohammed gegen Tobi Wendt im Finale ist es immer noch ein Hammerfinale. Die sich beide sehr verdient haben, oder alle vier haben es eigentlich verdient, dieses Finale zu erreichen. Alle vier haben Bombenleistungen gezeigt und haben uns alle mit ihrem Spiel doch sehr erfreut. Und ich hoffe auch viele, die jetzt nicht unbedingt sehr viel Billard spielen, gezeigt, was man alles machen kann und was alles möglich ist am Billardtisch, was doch sehr, sehr weit weg ist von dem, was man in der Kneipe so tut, die Weiße irgendwie in Richtung zu rollen, um denn zu hoffen. Ja, das ist bei uns ein bisschen anders. Wir versuchen das hier alle
mit etwas mehr Präzision zu erledigen, mit viel, viel Übungsstunden und Trainingsstunden. Billard ist ein sehr zeitaufwendiges Spiel. Und das verschreckt leider auch sehr viele, die in ihrer Jugend sehr, sehr gut sind. Aber wenn es denn an das in den Job geht, in den Job geht, ist es da sehr, sehr schwer, beide Sachen miteinander zu verbinden, zumal beim Billardspielen ja das Preisgeld oder aber auch das Sponsorengeld nicht so verfügbar ist wie in anderen Sportarten, die da größere Anerkennung in den, ich sag mal, normalen Medien haben, Fernsehen, Zeitung etc. Und da natürlich auch dadurch für viele Sponsoren etwas interessanter sind, weil klar, Sponsoren wollen gesehen werden und suchen sich natürlich die Bühnen aus, wo sie am besten gesehen werden können. Ja, das Modell, was wir jetzt hier bei uns im Verein gemacht haben, mit jedem Tisch einen Livestream legen zu können, überall Werbung einschalten oder mitschalten zu können. Dadurch hoffen wir für Sponsoren auch da etwas interessanter zu werden. Wir ReLive strahlt weltweit aus mit größter Reichweite in Deutschland. Hier wieder ein sehr, sehr schöner Ball von Lars, der mit einer Vorwande sehr sicher gelocht hat, mit der Stellung auf die 5. Aber die 5 ist immer noch sehr schwer. 6 liegt an der Bande, muss jetzt lang lochen und die Weiße im Kopffeld halten oder mit viel Defee nach unten bringen. Es ist egal, wie er es macht, es ist ein schwerer Weg. Man könnte auch eventuell noch eine Bande spielen, was er aber garantiert nicht tun wird. Ich glaube, er spielt lang mit etwas Rechts-Effet, das wäre. Nee, mit Links-Effet. Was das Lochen sehr schwer gemacht hat, das bestätigt aber nur das, was ich am Anfang gesagt habe, dass Lars eher die schwere Stellung bevorzugt, um danach den klareren Ball zu haben. Ich glaube, Mohammed hätte es anders getan. Er hätte eher sicher auf Lochen gegangen und hätte zweimal eben den schwereren Ball gelocht oder versucht zu lochen. Aber ich denke, hier war die Entscheidung von Lars richtig, das mit einem Nachläufer mit ein bisschen Linkseffekt zu erledigen. Und Erfolg gibt ja auch bekanntlich recht. Tja, ein anderes Mitglied von uns ist gerade reingekommen. Eine der guten Seelen unseres Vereins, was den Gastrobereich angeht. Hallo Han, wie hast du das Turnier empfunden? Du hast ja den Gastrobereich geführt. Sag ein kleines Resümee dazu. Ja, für unseren ersten Start nach Corona auf jeden Fall ein schönes Turnier, ein sehr schönes Turnier. Volles Feld, mehr oder weniger. Viel zu gucken, viele gute Spieler, viel zu mitlernen. Was will man mehr? Also bist zufrieden mit der Kasse? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Na, natürlich. Also. Das ist so der kleine Beigeschmack, den man hat. Ja, es gehört dazu halt, wir haben viel Arbeit und wir machen es ja auch nicht nur aus Jux und Dollerei und Spaß an der Freude. Wir müssen ja auch irgendwie Genau so sieht es aus. kompensieren und wollen, deswegen wollen wir, machen wir überhaupt Veranstaltungen, wenn wir unser Genau. tolles Verein sein, was wir hier aufgebaut haben, auch solide finanzieren können. Ja? Und da bist du natürlich mit deinem Gastro-Team. Ja, jetzt kommt das gewünschte Hill-Hill-Match, was wir uns letztendlich ja auch alle wünschen. Besser kann es einfach nicht sein. Lars gegen Mohammed Sofi, Hill-Hill. Alles auf ein Spiel. Für die Zuschauer kann es, glaube ich, nicht besser sein. Bisschen schade bei Fethem gegen Bongas, für aus unserer Sicht natürlich. Tobi ist Ja. auch ein sehr netter Kerl, ich gönne es ihm vom Herzen, aber meine Traumpartie wäre halt Fethem gegen
Lars gewesen. Lars ist mein deutscher Lieblingsspieler. Wer ist dein deutscher Lieblingsspieler? Uff, das kann ich gar nicht so genau sagen. Da gibt es eine ganze Menge von Spielern, die da was auf die Beine bringen können, mehr oder weniger. Ich habe da keinen großartigen Favoriten, der so den du auch vielleicht mal irgendwo ein bisschen besser kennengelernt hast, mal ein bisschen mehr um dich unterhalten hast oder so. Oh Mensch, der kann ja nicht nur Billard spielen, mit dem kann man sich ja sogar auch noch unterhalten oder sonst irgendwie eine Erfahrung. Ja, also laut meiner Erfahrung war es immer schon so gewesen, dass die Leistungsdichte da oben immer ziemlich eng ist. Und da entscheiden nur so kleine Nuancen, wer da am Ende der bessere Spieler ist. Stimmt, wie gesagt, Tagesform, genau, das sehe ich tatsächlich auch so. Das ist halt immer schwierig zu sagen. Ja, ich bin natürlich so ein super Teammensch, wie auch jeder von mir weiß. So. Und ja. Ich äußere das eben dann ja auch, wenn ich jemanden mag oder nicht mag, in beide Richtungen, was nicht immer so ganz schön ist. oder für denjenigen nicht ganz schön ist. Ja. Aber ja, so bin ich nicht immer. Ich kann halt meine Klappe nicht immer halten. Deswegen sitze ich auch hier und kommentiere das Spiel. Ja, jetzt. Ja, denn wünsche ich viel Spaß dabei, aber bitte die Augen auf dem Bildschirm halten. Das ist die spannendsten 5 Minuten bis zum Finale. Ja, auf jeden Fall. So, Mohammed stößt an. Letzter Anstoß in diesem Satz. Mit dem Anstoß steigt und fällt schon sehr viel. Eine Kugel ist erstmal drin. Oh ja, klarer Ball auf die 1. Es müsste, die Weiße müsste vorbeigehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es sieht aber so aus. Regie. Ja, von der Position können wir uns doch mal von oben. Hilft auch nicht wirklich. Naja, egal. Lass es stehen. Mal schauen wir, was macht er. Oh! Der wollte dünn und safe spielen, also ging tatsächlich nicht. Ja, damit, das ist auch wieder das, was ich sagte. Mohammed wollte mit einem sehr schweren Ball das safe spielen. Es war einfach kein Platz mehr da anscheinend. Es muss so dünn gewesen sein. Er hat einen kleinen Bogen wahrscheinlich versucht. Aber was das jetzt gebracht hätte, wenn er sie getroffen hätte, ist mir auch nicht ganz klar. Naja, schade drum, Lars seine Chance. 10 Ball auf dem Tisch. Nein, gar nicht. Ist ja eine gefallen. 1 weg, 2, 3, 4, 7. 8 Ball noch auf dem Tisch. 1 ist drin. Leider scheint mir die Sonne im Moment sehr stark auf unserem Bildschirm hier in der Regie. Ich kann die Farben leider nicht ganz richtig erkennen. Mein Kollege schüttelt auch ganz furchtbar mit dem Kopf gerade, dass er an dem Bildschirm leider nichts ändern kann, um mir es ein wenig zu ermöglichen, da Farben zu sehen. Das liegt halt an der Sonne. Nee, alles gut. Also jetzt hat er gerade versucht, sich irgendwie körperlich davor zu bauen, damit es besser wird, aber nein. Wir kriegen das auch so hin. Wir schauen einfach mal, was Lars da jetzt macht. Jumpshot auf die 4 Mitte. Ist gefährlich, wenn er die zu voll trifft, ist die Weiße weg. Aber er muss eh erstmal die 2 spielen. Ist gut, jetzt wissen wir es, welches die 8 und welches die 2 ist. Ja. Kommt. Ah, er legt die 4 an die Bande. Jetzt muss er eine Bande spielen. Schade, er wäre bestimmt lieber dran vorbeigelaufen. Ja, das Bild ist gut. Ja, das ist so schön hier zu sehen, wie die einzelnen Bilder zusammenlaufen und wie hier mein Kollege die Auswahl der richtigen Kamera versucht zu treffen. Was ich sehr, sehr gut finde schon, weil eigentlich hat er da ja, dadurch, dass er gar nicht weiß, was letztendlich Lars versucht, tut er das aber sehr gut erahnen, mit welcher Kameraposition er tatsächlich weiterkommt. Also von daher habt
ein wenig Verständnis dafür. Nächstes Jahr ist er wenigstens Billardverständnis-Profi. Dafür werden wir hier schon sorgen. Und demnach haben wir natürlich hier auch einen Lernprozess zu bewerkstelligen, der alle im Team ReLife betrifft. Von klein Noah mit seinen 8 Jahren, der hier durch die Gegend flitzt und alle zum Lachen bringt und allen so ein kleines bisschen Sonnenschein abbringt. Bis Nils, der als Chef oben drüber sitzt, oder wir hier dazwischen, die versuchen ihr Bestmögliches zu machen. Mit mehr Erfahrung wird es da auch bestimmt besser werden. Ja, Lars jetzt mit dem Versuch eines Jumpshot-Saves. Er lässt Mohammed einen Einwender liegen. Ob er ihn spielen wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich traue das Mohammed durchaus zu, dass er versucht, den eine Bande zu spielen, um dann danach die 5 auch lang zu spielen. 4 eine Bande, 5 eine Bande. Ah, Lars ist dran, also er hat es eben verwechselt, entschuldigt. Also hat Mohammed versucht, dieses Jumpshot Safe zu spielen. Ja, ich glaube, Lars wird den Einwender nicht angehen. Lars wird versuchen, die 5 hoch an die Kopfbande zu bekommen und die weiße unten an der Fußbande zu legen, glaube ich. Ja, genau so. Er versucht sogar, ja, ein bisschen gefährlich, als safe gespielt, sehr schön gemacht, hinter der 10 und der 8 versteckt, als Sicherheit noch dazwischen. Wunderbar. Machen wir mit einem kleinen Bogen. Jetzt guckt er sich den Vorwender an. Oh, sehr knapp. Und nun kommt es drauf an, wie bleibt sie liegen? Eigentlich zu dünn, um ihn direkt anzugehen. Eine Bande. Der Trichter mit der 9 ist weit weg. Ja, schwerer Ball. Auch wieder sehr schwere Entscheidung, was tun. Bäumchen wechselt, ich könnte man spielen. Die 4 an die eine lange Bande, die 5 an die weiße an die andere. Oh, Lars greift den doch an. Und zwar sehr schnell für seine Verhältnisse, ohne groß zu schwingen und groß zu gucken. Ja, ich denke, das war der Fehler. Und auch nicht zu erwarten. So, also hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass er den schießt, aber vielleicht hat es jetzt einfach im Fernsehen auch schwerer ausgesehen, als es tatsächlich war. Ja, somit hat Mohammed jetzt alle Chancen für sich, alle Bälle offen. 5 Mitte, 6 Ecke, das sind, oder 5 lang, sagt er an. Das sind jetzt alles nicht die schwersten aller. Eine Wande? Oder hat er, nee, er hat nur die Stellung angezeigt, die er gerne haben möchte. Er kommt sauber an der 6 vorbei, hat einen Winkel auf die 7. Wunderbarer Ball. Sehr stark gespielt. Das war, weiß Gott, kein leichter Ball. Auch die Tempofrage hier war sehr, sehr entscheidend mit dem Gegen die Fee. Ja, aber es sieht tatsächlich jetzt sehr gut aus für Mohammed. Ich glaube auch nicht, dass er sich das nochmal nehmen lassen wird. Für ihn ist das natürlich auch, er kennt ja Lars schon seit ein paar Jahren und er weiß, wer Lars ist. Von daher wird er sich über diesen Erfolg bestimmt sehr freuen. Lars hier den möglichen Turniersieg doch noch aus der Tasche gezogen zu haben. Aber wie gesagt, warten wir es ab. Es sind noch 3 Kugeln. Wir haben alle schon Pferde kotzen sehen und das direkt vor der Apotheke.
Ach ne. Ärgert sich im Moment ein bisschen. Dann ist die. Ist ein bisschen zu gerade wahrscheinlich liegen geblieben. Ihre bisschen arbeiten, aber ach, das war ja kein Ding. Ja, ich glaube, dass wir ein Finale haben werden. Tobias Bongas gegen Mohamed Sophie. Wunderbar, wir gratulieren den Protagonisten.